Geht's jetzt los? Wer braucht meine Hilfe? Der Controller. Ein lästiges Stück Technik gerade im Moment. Na? Das ist aber echt komisch. Also es ist echt ein verhextes Verhalten. Ich werde da mal nachgoogeln, was da genau los ist. Er meldet sich ja auch immer wieder brav an. Es ist ja nicht so, dass der Controller nicht funktioniert. Aber... er hat im Moment mehrere Aussätze. Das ist halt einfach auf Dauer lästig. Ich weiß natürlich, woher das kommt, aber ich habe keine Ahnung. Ich will es ehrlich gesagt nicht auf den Controller schieben. Ich kann es ehrlich sagen, ich will es nicht auf den Controller schieben. Gegenbehinderung kann es jetzt auch nicht sein, weil ich halt das Ding einfach an und benutze es. Also es gibt jetzt da kein Hexenwerk oder irgendwas. Egal. Aua, Entschuldigung. So, schauen wir hier aus. Und ein Speicherpunkt. So. Ich glaube, ich habe den Ausgang vorher schon gesehen. Weiter oben. Nicht schnell genug. Ich glaube, dazu müssen wir hier lang. Sollte ich hier auch nochmal lang gehen, weil vielleicht noch ein Lied sich irgendwo versteckt oder so. Oder eine besonders tolle Waffe. Ja, das muss ich mal ausprobieren. So. Da unten können wir gleich, ne? Fünf so Blutbäumen vorbeigelaufen. Hoppala. Na? Autschi.
sieht doch nach dem weiteren Ausgang aus. Wie versprochen, erwartete Hearn den Barden oben auf dem Turm. Bevor der Barde die Flamme des Turms löschen konnte, musste er jedoch erst das Leben des Wächters auslöschen. Ihr mögt es bis hierhin geschafft haben, aber jetzt endet eure Reise. Macht euch bereit zu sterben. Sterben? Ich hab noch zu viel, für das es sich zu leben lohnt. Aber ein altes Unkraut wie ihr versteht sowas sicher nicht. Ich glaube, ich sollte hier mal kräftig jäten. Wir haben irgendwelche Minions, mit denen wir arbeiten müssen? Nee. Macht er selber? Macht er irgendwas? Kapiere ich ihn noch nicht? Ah, da ist er. Bisher wirkt das Ganze noch recht spektakulär. Wo bist du denn? Ah, da? Ja, kannst du schon mal mit Minions. So ist Hearn jetzt bisher relativ fast schon so, ne? Gut funktioniert halt hier der Boom. Ich tippe mal schon drauf, dass die hier auch so ein bisschen Elementarschaden mit berücksichtigen. Na, Hearn, wo bist du? Ah, da. Also, da hatten wir schon anstrengendere Kämpfe, muss ich sagen. Ich will mich nicht beschweren. Da kommt jetzt bestimmt gleich irgendwas und alle sind tot oder so. Oder? Oh. Wow, gut sagen, läuft hier. Ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Ich wette, das hättet ihr auch jedem anderen Kerl gesagt, wenn es einer so weit geschafft hätte. Im Vergleich zu euch waren die anderen viel zu aufgeblasen. Mir schien es, als wären die meisten eher zu aufgespießt gewesen. Und doch habt ihr den Weg nach oben überlebt. Ja, aber dem Gärtner würde ich gern mal die Meinung sagen. Bleibt tapfer, mein Liebster. Ihr müsst jetzt zum zweiten Turm gehen, den ihr nach einer gefährlichen Reise durch die Berge erreichen könnt. Ich vermute, ihr habt nicht zufällig eine Karte der Gegend. Wenn ich nur eine hätte. Ihr werdet nach Kirkwall zurückkehren und mit Bov sprechen müssen. Sagt euch der Begriff Teufelskreis etwas? Er wartet auf euch und wird euch durch die Berge führen. Um in den Bergturm zu gelangen, braucht ihr ein anderes Instrument. Bov weiß, wo es sich befindet und kann euch unterwegs helfen, es zu bekommen. Nehmt Hearns Geisterstein mit. Seine Kräfte ergänzen jetzt eure eigenen. Ihr solltet besser verdammt reich sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich besitze mehr, als ihr in eurem ganzen Leben ausgeben könnt, mein Liebster. Aber ihr müsst euch beeilen. Die nächste Fackel muss bald ausgemacht werden. Apropos ausmachen. Würde es euch etwas... Beeilt euch, mein Held! Okay. Ich hasse es, wenn sie das macht. Der Barde hatte keine Zeit, sich auszuruhen. Dennoch waren die Gefahren des Turms nicht überwunden. Wie komme ich hier wieder nach Hause? Nicht euer Ernst. Ich muss hier eine verdammte Abkürzung geben.
klettern. Danke. What the fuck? In der Zwischenzeit sollte sich ein Fehler, den der Barde in Kirkwall begangen hatte, bitterlich rächen. Verfluchter Barde! Nur seinetwegen bin ich hier draußen, mitten in der Nacht. Verdammter Regen! Ja. Ich, Zu langsam. Ach, jetzt ist der... könnte ich wieder eine Waffe anziehen? Okay, Druidenhosen. Wir looten ab jetzt Druidenhosen. Die sind nicht so... Zu langsam. Oh, die Tropfen wenigstens sind schön. Nicht mehr genug. Aufsteigen. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ladenbesitzer bieten dem Barden deutlich günstigere Preise an, wenn er ein hohes Charisma besitzt. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Das Glück wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Abenteuer des Barden aus. Ermöglicht es dem Barden, Flegel zu benutzen. Wir haben ja so einen Flegel, aber im Moment nutzen wir ja immer noch den... Was ist denn der Klingenlauf? Ein tödlicher Sturmangriff. Wird mit dem Talent Beidhändigkeit eingesetzt. Ein mächtiger Fernangriff, der sein Ziel durchschlägt. Wird mit dem Talent Kampfwaffen eingesetzt. Sehr schön. Oh, der ist nicht schlecht. Irgendwie habe ich gerade mit dem normalen Schuss mehr Schaden gemacht, als mit dem mächtigen Bumster-Bumster-Schuss. Oder wie man den jetzt nennen. Was war das? Bist du betrunken? Ja, hör auf mich zu hauen. Ja, wird's gehen? Ja. Bin ich auf. Ich
waren wir schon, ne? Ja, wo geht's denn hier raus? Da was nach oben? Oh, nee. Ich stehe auf. Das ist aber nett. Zu langsam. Wow! Sorry. Zu langsam. Was halten denn die eigentlich so viel aus? Das ist ja richtig lästig. Oh ey, dass wir uns echt da jetzt den ganzen Turm wieder runterkämpfen müssen, das zeckt. Wir haben ein gutes Team. Und ich habe noch einen schönen Segen. Okay. Ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Kümmert euch mal um die, bitte. Bin da gefunden. Okay, das war wertvoll. Hi. Naja, ein bisschen Loot ist es ja auch, ne? So. Ei. Mal sehen. So. Ja. Das ist klar, ne? Es bringt doch nichts. Es bringt doch nichts. Ah, eine Etage tiefer. Gott sei Dank. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss.
Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, drum ein Liebling spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.